erstmal ein herzliches Hallo an alle Zuschauer und natürlich auch an dich, Martin. Wie schön, dass ich auf deinem Videokanal zu Gast sein darf. Und auch von mir natürlich nochmal ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zu 3 Fragen an im Monat August 2016. Wie ihr gerade sehen konntet, durfte ich diesen Monat mal wieder eine Autorin interviewen. Und es ist wieder eine Stuttgarterin und ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Die Rede ist von Adriana Popescu. Im vergangenen Jahr hat sie mit Ein Sommer und 4 Tage ihr erstes Jugendbuch herausgebracht. Und auch in diesem Jahr war die Autorin nicht ganz untätig, denn es ist vor kurzem erschienen Paris, du und ich. Und um dieses Buch soll es heute hauptsächlich gehen. Sie wird es uns vorstellen, sie wird uns einiges von Paris erzählen, sie wird uns über ihren Schreiballtag berichten. Und wir erfahren in dem Gespräch auch, warum sie lieber Sommer- als Wintergeschichten schreibt. Ihr dürft euch also auf ein interessantes und schönes Gespräch freuen. Und dafür wünsche ich euch jetzt viel Spaß und startet natürlich direkt mal mit der ersten Frage, die eigentlich viel mehr eine Bitte ist. Ich finde ja immer, dass Autoren wunderbar zusammenfassen können, worum es in ihren Büchern geht. Was natürlich daran liegt, dass sie die Bücher geschrieben haben und mit den Protagonisten viel verbundener sind, als es jeder andere Mensch sein kann. Deshalb meine Bitte an dich, Adriana, kannst du uns kurz erzählen, worum geht es in Paris, du und ich, worauf dürfen wir uns freuen und welche Figuren spielen darin eine besondere Rolle? Worum es in Paris, du und ich geht, ist relativ schnell erzählt. Es geht um Emma, unsere Protagonistin, die nach Paris geht, um dort ihren Freund Alain, der war ein Austauschstudent, Student vor allen Dingen Schüler, der eben in Stuttgart war und in den sie sich verliebt hat. Und die beiden sind ein Paar geworden und den möchte sie jetzt besuchen. Aber nicht er öffnet die Tür, sondern seine Langzeitfreundin Chloe. Ja. Und mit einem ziemlich gebrochenen Herzen, ohne Geld, ohne Plan B und ohne Bleibe, sitzt sie jetzt in Paris. Bis sie auf Vincent trifft, den zweiten Protagonisten dieses Buches, der aus recht ähnlichen Gründen nach Paris gekommen ist. Auch er hat nämlich seine Freundin vor gar nicht allzu langer Zeit verloren. Die beiden wollen trotzdem Paris erleben, allerdings abseits der Touristenattraktionen und mit dem Pakt, sich nicht ineinander und auch so schnell nicht mehr in jemand anderen zu verlieben. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Synopsis des Buches. Warum ist eigentlich gerade Paris zum Schauplatz deines aktuellen Buches geworden? Warst du selbst schon mal in dieser Stadt und falls ja, wie hast du sie erlebt? Ich habe mich sehr bewusst für Paris entschieden, weil ich glaube, dass keine andere Stadt den Ruf hat, so sehr die Stadt der Liebe zu sein. Es gibt viele wahnsinnig schöne Städte, aber Paris assoziiert man sofort mit Paris, l'amour, die Stadt der Liebe. Und ich dachte mir, es wäre doch sehr spannend zu sehen, wie lange sich zwei Protagonisten nicht ineinander verlieben können, wenn Romantik pur um sie herum herrscht. Ich war bereits in Paris, ich liebe die Stadt, ich liebe die Architektur, ich liebe die Viertel, ich liebe dieses ganze Künstlerflair. Ich glaube, ich bin ein kleines bisschen Emma, wenn es um die großen Helden geht, wie Fitzgerald und Hemingway, die ja auch zu meinen Helden zählen. Deswegen ist das, glaube ich, so ein bisschen von mir in der Figur Emma. Und Paris ist einfach, wie sagte schon Audrey Hepburn, Paris is always a good idea. Emma und Vincent erleben Paris ja auf ihre ganz eigene Art und Weise. Warst du eigentlich selbst auch an den Orten, die die beiden besucht haben und gibt es dort dieses eine große Highlight für dich? Alle Orte, die Emma und Vincent besucht haben, habe ich natürlich auch besucht und die haben bei mir einen ganz besonderen Platz im Herzen. Montmartre allen voran, es ist einfach ein wunderschönes Viertel. Ich glaube, wenn ich in einem Viertel leben müsste und es wäre nicht Stuttgart Süd, yo, dann glaube ich, wäre es Montmartre in Paris. Ich mag das Flair dort, ich mag diese leichten Verrücktheiten. Ich mag es, wie sehr Montmartre anders ist als der Rest von Paris. Und ich glaube, genau deswegen habe ich diese zwei Exoten, Emma und Vincent, gerade eben nach Montmartre gesetzt. Weil in keinem anderen Viertel hätten die beiden so gut funktioniert wie dort. Zu meiner Schande muss ich allerdings gestehen, dass die ganzen aufregenden Dinge, die Emma und Vincent so erleben in Paris, die habe ich jetzt nicht alle selber ausprobiert. Die Klassiker habe ich natürlich gemacht, Karussell fahren. Ich war tatsächlich auch auf dem Hop-on-Hop-off-Bus, was, glaube ich, tatsächlich die raffinierteste Art und Weise ist, um wirklich alle Sehenswürdigkeiten einfach mal abzuklappern. Aber ob man dann wirklich das Paris gesehen hat oder erlebt hat, das Emma und Vincent in dem Buch erleben, das sei jetzt mal so dahingestellt. Kleine Frage zwischendurch, wie geht es eigentlich Molly? Ist sie gerade in deiner Nähe und hat vielleicht Lust, auch ein kleines bisschen mit uns zu plaudern? Hallo.
Molly, der Martin hat sich gewünscht, dass du auch in dem Video bist. Könntest du dich mal umdrehen? Ich möchte übrigens entschuldigen, dass Molly gerade so schmutzig aussieht, aber wir kommen gerade von draußen. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Molly möchte also auf meinem Schoß sitzen. Lassen wir so. Im Buch spielen Enttäuschungen und verletzte Gefühle ja eine sehr große Rolle. Sind das alles Erinnerungen an persönliche Erfahrungen oder stammt alles nur aus deiner Fantasie? Wie du ganz richtig erkannt hast, sind natürlich verletzte Gefühle und Enttäuschungen ein ganz großes Thema, das Emma und ja auch Vincent beschäftigt. Und so sehr ich mir wünschen würde, dass ich sagen könnte, Alain basiert auf einer wahren Person, ist das nicht so. Meine letzte große enttäuschte Liebe liegt Gott sei Dank auch schon etwas länger zurück. Aber es gibt tatsächlich einen... In meinem Kopf sah Alain, also Emmas Alain, tatsächlich aus wie der junge Alain Delon. Und wer den jetzt nicht kennt, weil der vielleicht nicht mehr ganz eure Generation ist, googelt ihn, aber schaut euch bitte die Bilder an, wie der gute Mann aussah, als er jung war. Ich glaube, ich hätte mich sofort in ihn und eben den Alain aus dem Buch verliebt. Emmas Alain ist also tatsächlich ein bisschen eine Fantasiefigur, bestimmt. Spielen da auch die ein oder anderen Ex-Freunde von mir mit rein. Aber nicht die guten, sondern die, an die ich mich nicht mehr so gern erinnere. Aber im Großen und Ganzen ist er tatsächlich eine erfundene Person. Auch wenn er aussieht wie ein junger Alain Delon, der übrigens mit Romy Schneider zusammen war. Ja. Die meisten deiner Bücher spielen ja im Sommer. Warum ist das eigentlich so? Was fasziniert dich an dieser Jahreszeit besonders? Ich glaube, ich schreibe einfach gerne Geschichten, die im Sommer spielen, weil ich den Sommer so liebe. Ich fühle mich wie ein Sommerkind. Ich bin einfach gerne am Meer oder dann eben in den Sommerferien auf Reisen. Auch wenn ich ja selber tatsächlich eher wie Pippa aus Versehentlich verliebt nicht die ganz große Reiserin bin. Man möge es mir verzeihen. Aber Sommergeschichten sind, glaube ich, so, die kann man das ganze Jahr über lesen. Ich glaube, man kann im Herbst oder im Winter, wenn man eingekuschelt in der Decke mit einer Tasse Tee oder einem heißen Kakao da sitzt, dann kann man sich sehr, sehr gerne und sehr leicht an irgendeinen schönen Strand denken oder eben nach Paris träumen. Aber ich glaube, es ist schwieriger, im Hochsommer zu sagen, Mensch, jetzt eine Weihnachtsgeschichte, das wär's. Deswegen habe ich ein kleines Faible für Sommergeschichten. Deswegen spielen fast alle meiner Bücher, außer Versehentlich verliebt, alle im Sommer. Und locker leichte Geschichten sind, glaube ich, notwendig. Notwendiger denn je, wenn man mich fragt. Wenn man den Fernseher anmacht oder das Internet oder das Radio, wird man ja tatsächlich im Moment leider überflutet von hauptsächlich negativen Themen. Und deswegen, glaube ich, ist es unsere Aufgabe als Geschichtenerzähler, den Lesern, die sagen, sie möchten für die Dauer von 352 Seiten gerne nach Paris mit Emma und Vincent, dann müssen da nicht immer die Riesendramen passieren. Dann reicht es manchmal auch, dass einer jungen Frau das Herz gebrochen wird und sie mit einem jungen Mann, der anders ist als alle anderen, ihre Wunden heilen lässt. Und ich glaube, dass ich darin so ein bisschen meine Aufgabe sehe. Ich versuche, euer und mein Buchregal etwas heller und sonniger und vielleicht auch einfach schöner zu machen. Was wir hoffentlich mit diesem Cover, darf ich das nochmal einmal lobend erwähnen, dass der CBJ-Verlag hier aus dem Hut gezaubert hat. Ich bin so unglaublich verliebt in dieses Cover. Da kann ich dir allerdings nur recht geben, dem Verlag ist da wirklich ein echt tolles Cover gelungen. Und ich bin aber auch sehr zufrieden mit dem, was zwischen den Seiten steht, beziehungsweise zwischen dem Cover und der Rückseite steht. Auch das ist sehr gut gelungen und ich glaube, da ist der Anteil von dir ja dann wesentlich größer als noch am Cover. Fällt es dir eigentlich leicht, den Protagonisten nach Beenden des Buches Tschüss zu sagen und sie direkt aus deinen Gedanken vielleicht auch ein Stück weit zu verbannen? Oder sind sie da immer noch drin und du fragst dich auch heute noch, wie ihr Leben aussehen könnte nach der letzten Seite? Ganz viele Leute fragen mich ja, ob es einen zweiten Teil geben wird zu Ein Sommer und vier Tage. Einige Leute haben gesagt, oh, wie geht's denn mit Emma und Vincent nach Ende der letzten Seite weiter? Und man kennt es ja auch aus Lieblingsmomente, die Leute wollen immer noch einen dritten Teil. Und ich glaube, dass das nicht passieren wird. Ich glaube, dass Emma und Vincent und auch Paula und Louis und alle anderen Figuren leben in meinem Kopf weiter. Ich habe es mal so beschrieben, dass für mich das Beenden eines Buches sich so anfühlt, als wären sehr, sehr gute Freunde von mir einfach mal nach Neuseeland ausgewandert. Das bedeutet, ich kann sie immer noch anrufen oder sie schreiben mir Postkarten, aber ich kann sie nicht mehr täglich sehen. Und während des Schreibens eines solchen Romans, der ja schon auch mal zwischen 9 und 12 Monate dauert, von der ersten Idee bis zum druckfertigen Buch, das man dann im Buchladen in der Hand hat, vergeht ja eine Menge Zeit.
Und in der Zeit sind die meine täglichen Begleiter, die sind ja immer irgendwie präsent. Und in dem Moment, wo das Buch im Buchhandel ist, gehören sie euch und nicht mehr mir. Aber in meinem Kopf geht ihre Geschichte natürlich weiter. Ich frage mich heute noch, ob Tristan und Leyla wohl noch zusammen sind, wie es Pippa und Lukas geht. Ich ertappe mich auch dabei, dass ich mich frage, was wohl Paula und Louis machen. Aber ich glaube, das gehört jetzt nicht mehr mir. Es ist nicht meine Aufgabe, die Geschichte von diesen Figuren zu Ende erzählen, sondern ich hoffe, dass sie in ganz vielen Leserköpfen und Leserherzen eben weiterleben, dass es ganz viele verschiedene, hunderte, tausende verschiedene Versionen gibt, wie meine Geschichten weitergehen könnten. Und dass es gibt bestimmt Leute, die sagen, oh, die haben geheiratet und vielleicht haben die jetzt Kinder. Und andere sagen, oh, die haben sich vielleicht getrennt nach 2 Monaten, weil die Fernbeziehung nicht funktioniert hat. Oder wieder andere, ich muss übrigens immer wieder hier ping, das Ding anmachen. Oder wieder andere beschäftigen sich vielleicht auch gar nicht mehr. Vielleicht ist für die Geschichte von denen beendet. Und ich habe meine ganz eigene Version für alle meine Buchfiguren im Kopf. Ich weiß genau, wo die sind, ich weiß genau, was die machen. Und ich finde es schön, dass ich sie zumindest in meiner Fantasie, in meinem Autorenkopf und Schriftstellerherzen immer wieder besuchen kann. Ich habe jetzt noch 2 Fragen an dich, die ich gerne in einer stellen würde. Und zwar, gibt es diesen einen großen Traum, den du dir als Autorin gern erfüllen würdest? Und hast du irgendwelche Vorbilder, deren Weg du gern in einer vergleichbaren Art und Weise gehen würdest? Wenn ich jetzt mal ganz, ganz, ganz groß träumen darf, dann muss ich sagen Buchverfilmung. Also das ist sehr, sehr groß geträumt und ich weiß es auch, aber es wäre natürlich der Riesentraum, einmal die Geschichte, die auf den Seiten eben immer passiert, auch mal im Fernsehen oder noch größer geträumt auf der Leinwand zu sehen. Ist jetzt nicht so, dass ich tot umfalle, wenn es nie passiert. Von daher bin ich da relativ entspannt. Meine großen Ziele für die Zukunft sind eigentlich immer nur, ja, so das Level zu halten, dass jetzt nicht die ganz großen Enttäuschungen für die Leser kommen, die dann sagen, oh, naja, jetzt hat es aber irgendwie verlernt. Ich wünsche mir, dass irgendwann mal Leute ein ganzes, in ihrem Buchregal ein ganzes Fach füllen können mit meinen Büchern. Das wäre schon mal großartig. Aber ich habe jetzt auch keinen Autor, wo ich sage, diesen Weg möchte ich auch gerne gehen, weil ich tatsächlich glaube, ich muss meinen eigenen finden. Und das wird bestimmt nicht immer leicht und vielleicht werde ich da auch mal ordentlich stolpern und mir das Kinn aufschlagen. Aber es gibt ja Desinfektionsmittel für Wunden, von daher bin ich da ganz optimistisch, dass das alles gut geht. Und es ging bis jetzt gut. Warum soll es jetzt irgendwie plötzlich nicht mehr funktionieren? Ich habe tolle Leser, ich habe euch, ich habe eine tolle Familie, Freunde, die mich unterstützen. Deswegen schaue ich höchst aufgeregt und freudig in die Zukunft und glaube und hoffe, dass noch ganz, ganz viele Bücher folgen. Und wer weiß, vielleicht irgendwann eine Buchverfilmung. Und damit es jetzt nicht heißt, ich habe Molly nicht oft genug in die Kamera gehalten. Liebe Adriana, das waren schon meine 3 Fragen an dich. Ich habe mich sehr gefreut, dieses Interview mit dir zu machen und ich weiß, dass bei Autoren gerade um die Veröffentlichung von neuen Büchern die Zeit nicht gerade im Übermaß vorhanden ist. Umso größer ist mein Dank an dich natürlich, dass du sie dir genommen hast und ich freue mich jetzt schon darauf, dich in Frankfurt auf der Buchmesse wiederzusehen. Dann können wir unter anderem über dieses Buch sprechen. Wir können aber auch über andere Bücher von dir sprechen, denn wie man auf diesem Bild sieht, bist du auch unter anderem Namen in der Bücherwelt zu finden. Und ich denke, da wird uns der Stoff für Gespräche nie ausgehen. Und außerdem freue ich mich auch schon auf solche Fotos hier, die ich auch eigentlich nur mit Anne und dir bisher gemacht habe. Und die sind ja mittlerweile schon Tradition auf Buchmessen und da freue ich mich schon sehr drauf. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für die ganzen Videos genommen hast. Und ich hoffe, wir sehen uns bald und wünsche dir jetzt erstmal noch einen ganz tollen August und für dein Buch und alles, was da noch so kommt, ganz, ganz viel Erfolg und natürlich vor allem viel Spaß mit allem. Jetzt bleibt mir tatsächlich nur noch eins, und zwar ein dickes, lautes Dankeschön an dich, lieber Martin, an alle anderen, die jetzt hier zugeschaut haben. Und ja, ich hoffe, dass das Video ganz vielen von euch gefällt. Ich hoffe, dass ihr Spaß haben werdet mit dem Buch Paris, du und ich. Und Martin, das letzte Wort gehört natürlich dir, aber ich möchte noch ganz schnell sagen: Be awesome, stay gold, stay weird, stay different. Allons-y! Das war meine August-Ausgabe von 3 Fragen an mit Adriana Popescu. Ich zeige euch nochmal kurz ihr aktuelles Jugendbuch. Paris, du und ich, so heißt es. Die ISBN-Nummer ist jetzt wieder hier unten eingeblendet, wie ihr das schon von anderen Videos von mir kennt. Gebt eurem Buchhändler oder eurer Buchhändlerin einfach diese Nummer und schon könnt ihr euch genau dieses Buch bestellen.
Das würde ich euch auf jeden Fall raten, ohne meine Rezension vorweg irgendwas vorwegzunehmen. Ihr könnt dieses Buch nur genießen eigentlich. Ihr könnt mit diesem Buch nach Paris fahren und eventuell geht es euch ja wie mir und ihr habt gar keine Lust, wieder nach Hause zu kommen, sondern wollt am liebsten gleich in der Stadt der Liebe bleiben. Zumindest geht es mir so. Ich bin noch nicht ganz am Ende angekommen und ich habe auch gar keine Lust, am Ende anzukommen, denn das ist kein Krimi, das ist eine schöne Geschichte von zwei Menschen, die sich sehr verbunden sind. Und ob sie sich am Ende vielleicht doch noch ineinander verlieben, da bin auch ich jetzt noch gespannt. Ich freue mich jedenfalls aufs Weiterlesen, das geht nachher gleich los. Und jetzt möchte ich aber auch erst nochmal euch Dankeschön sagen fürs Zuschauen. Ich möchte euch einen richtig, richtig tollen August wünschen. Die Sonne kommt jetzt ja nochmal etwas raus, zumindest diese Woche, zumindest hier bei uns. Und ich hoffe, ihr habt noch ganz viel Spaß im August. Diejenigen, die noch Urlaub haben, denen wünsche ich einen tollen Urlaub und allen anderen einfach so einen tollen Monat. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.